Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pixeljan 3D hier auf meinem Kanal. Wieder mal recht herzlichen Dank bei dir fürs Einschalten. Wir können hier noch zwei Glücksdrehs machen und dann werden wir uns eine Waffe kaufen, denn wir müssen aufpassen, dass wir nicht unter die 200 Juwelen fallen, denn diese Waffe, die wir uns heute kaufen, kostet 200 Juwelen und ist wegen dem Halloween-Event erhältlich, beziehungsweise seit dem Halloween-Event erhältlich, und deswegen ist sie jetzt auch so billig und ich fand diese Waffe mega, mega cool. Ich habe sie ja euch schon im letzten Video hier gezeigt, dass ich mir da überlege, die zu holen. So, jetzt dürfen wir keinen Dreh mehr machen, außer wir gewinnen dann zufälligerweise noch Juwelen, denn ein Dreh kostet ja drei Juwelen, was für ein Blödsinn ich gerade rede. Aber egal, um was für eine Waffe handelt es sich. Wir besuchen sie erstmal den Rallys Van, und hier seht ihr sie schon, und zwar rede ich von der Waffe B-I-E-S-T. Ja, ich weiß nicht, ob der Name irgendeine genauere Bedeutung hat durch die ganzen Punkte. Schreibt mir doch mal bitte eure Vorstellungen rein, was das im vollen Namen heißen könnte. Aber ich nenne sie einfach mal hier Beast. Und ja, Beast ist eine Spezialwaffe, haben wir im letzten Video herausgefunden. Eine legendäre Spezialwaffe mit einer Effizienz von 31, also schon eine sehr, sehr gute Waffe, denn die beste Effizienz, die ich bis jetzt habe, sind Waffen mit einer Effizienz von 32. Hat eine Feuerrate von 64, eine Kapazität von 10 und ein Gewicht von 65. Was schießt sie? Sie schießt Raketen, die giftig sind und auch noch einen Durchschuss haben. Und das klingt sehr, sehr, sehr interessant. Deswegen werden wir uns diese Waffe gleich mal holen, hätte ich gesagt. Wir hauen hier unsere 200 Juwelen raus und da haben wir sie schon gekauft. So schnell sind 200 Juwelen weg, Leute. Aber ja, ich hoffe für was Gutes. Ich hoffe, die Waffe haut richtig rein. Ich struggle schon ja länger dran, eine gute Spezialwaffe zu finden. Und die kann ich auch noch upgraden. Wie jetzt? Da stand Effizienz von 32. Aber ich kann hier einmal gratis verbessern. Wie jetzt? Hä? Da stand eindeutig Effizienz von 31. Muss ich die jetzt komplett upgraden, dass die so gut ist? Was? Hä? Ich habe gerade 200 Juwelen ausgegeben und jetzt muss ich das Teil auch noch upgraden. Vielleicht hätte ich ja doch nicht hier alles ausgeben sollen. Also meine ganzen Juwelen. Aber Leute, wir werden hier trotzdem spielen. Wir werden trotzdem schauen, ob wir einen Kill mit dieser Waffe bekommen. Ich möchte sie euch nur zeigen, deswegen gehen wir jetzt in die Arena. Wieso? Wieso muss ich die upgraden, damit ich sie auf Level 32 bringe? Dann ist die Waffe ja komplett teuer. Wenn ich jetzt so viel Juwelen reinstecken muss, bis die besser wird. Egal, wir gehen jetzt in die Minispiele und spielen mal jetzt in der Arena mit dieser Waffe, damit ich euch die zeigen kann. Und das geht es. Und ja, wir müssen die anscheinend dann ordentlich upgraden, bis die wirklich spielbar ist. So, wo haben wir die? Hier ist sie. Okay, die Raketen fliegen nicht so langsam. Und ja, da ist ja anscheinend schon höhere Effizienz, denn wir können die Gegner alle hier one-hitten. Die sind dann gar nicht vergiftet. Gift finde ich ja sehr, sehr gut. Besonders hier, wenn man ein 1-1 spielt, werden wir dann auch gleich mal spielen. Ja, ich nehme die Waffe. Die schießt eigentlich ähnlich wie der Funkenhai. Die schießt zwar nicht so schnell, sie braucht zwar etwas. So, können wir hier vom Durchschuss Gebrauch machen? Wieso fliegt die nicht weiter? Wieso heißt das Durchschuss, aber fliegt nicht weiter? Die sollte man ja fast sehen, oder? Normalerweise sollte ich hier beide killen können. Yes, habe ich auch. Easy. Durchschuss funktioniert. Wissen wir das auch? Ja, so. Leider hat sie keinen Flächenschaden, obwohl es so aussieht, als hätte sie einen. Komisch. Denn ich habe da, glaube ich, gerade mit einem Schuss zwei nebeneinander gekillt und nicht hintereinander. Durchschuss ist ja für hintereinander, Flächenschaden ist für rundherum. Wir beenden wenigstens diese eine Welle und dann beenden wir das. Und dann gehen wir in ein Duell. Schauen wir mal, was das Teil so drauf hat in einem Duell. So, beenden. Ja, gerne, obwohl sie nur eine Effizienz von 12 hat. Bis sie 31 hat, dauert das noch sehr, sehr lange, würde ich sagen. Aber egal, wir haben ja Zeit. Wir müssen uns dafür eigentlich nur Juwelen kaufen, um das Ganze etwas zu beschleunigen. Na gut, wir gehen ins Duell. Eigentlich will ich in die... Will ich es Nachtpool? Ja, im Nachtpool können wir da, glaube ich, am besten einen Gegner einmalig treffen, damit, dass der auch hier vergiftet wird. Vielleicht schaffen wir einen Kill nur mit dieser Waffe. Das wäre auf alle Fälle ein sehr, 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 sehr cooles Ding. Dann heißt es auch nicht, dass ich so ein Noob bin, wenn ich einen Gegner auf Level 2, auf Level 34 mit einer Waffe, mit einer Effizienz von 2 und von 12 kille. Ich bin komplett verwirrt mit den ganzen Zahlen, ihr merkt es wahrscheinlich gerade. Ja klar, wir spielen gegen einen 4241er, klar.
Aber mal schauen, vielleicht gewinnen wir. Nö, ich will hier eigentlich um keine Truhe spielen. Nein! Ich habe hier zurückgeklickt. Abbrechen. Ja, okay. Ich Idiot. Ich dachte, es geht hier von der Auswahl zurück. Dabei sind wir komplett zurückgegangen. Sorry, Gegner, der sich jetzt vielleicht gefreut hat, dass ihr endlich einen Gegner gefunden habt. Aber vielleicht bekommen wir jetzt den gleichen. Finde ich auch komisch, dass hier, wenn man schon eine Gruppierung hat, mir einfach auf OK drücken kann und dann ja, geht der Count dann runter. Ich kann es zwar akzeptieren, aber ich kann mir hier nichts leisten. Sorry, Gegner. Weil es ist eigentlich unnötig, dass wir hier jetzt 30 Sekunden warten müssen, oder? Was haltet ihr von diesem Countdown? Denn ja, der Gegner ist da. Wir warten beide. Wir sind wahrscheinlich beide gewillt, hier zu kämpfen. Er will nicht. Okay, dann will ich jetzt auch nicht. Ich will hier schnell in ein Match. Ich will hier wirklich schnell in ein Match. Deswegen gehen wir jetzt in den gruseligen Freizeitpark. Das kann es doch nicht sein. Dass hier jeder rausgeht, nur weil ich nicht gegen die Kiste mit einer Kiste gespielt habe. Sorry, dass ich kein Geld habe dafür, weil meine Waffe hier alles verbraucht hat. Da sind wir rausgeflogen. Ich bin hier auch raus. Ja, fast nicht den Ausgang gefunden. Boah, das fliegt zu langsam. Ich muss hier näher ran. Ah, die fliegen hier alle raus. Hey, ich hab ihn getroffen. Oh, der hat das gleiche Problem wie ich gerade. Sieht er nicht? Nö, er sieht mich nicht anscheinend. Oh, er hat einen schönen Helm. Ich muss mich eindeutig auch hier mehr nach den Saisons anpassen. Ich brauche hier unbedingt auch so ein Kürbiskostüm. Yes, ich habe einen Kill. Hier ist Kill gestanden. Es kann auch sein, dass mein Haustier gewesen ist. Aber ich habe hier einen Kill, Leute. Nein! Und ich treffe ihn nicht. Automatische Dekorateur, okay, das ist mir auch eine neue Waffe, aber cool, sind die Gegner spielen. Ich finde ja, es sollte jede Waffe eine Effizienz von 32 erreichen können. Finde ich blöd, dass manche einfach davor aufhören. So, nicht meine Kill-Unterstützung, weil ich den einfach nicht getroffen habe. Das mit dem Treffen mit dieser Waffe gestaltet sich sehr schwierig, wie ich gerade gemerkt habe. Den schaffen wir, oder? Yes! Hat nur noch einen Hit gebraucht und da ist er weg. Den hier auch. Yes, Double Kill. Wow, da ist auch ein Samurai. Den habe ich ja gerade gekillt. Yes, noch ein Kill. Yes, einen Mecha-Kill haben wir auch. Okay. Mit dem habe ich jetzt nicht gewartet. Aber ja. Ja, ich finde die Projektile, die fliegen halt sehr langsam. Damit kann man ja hier nicht gewinnen. Damit kann man wirklich nicht gewinnen, wenn man auf so einem großen Spielfeld ist. Ich glaube, im Nachtpool bzw. bei der Poolparty hätte diese Waffe viel mehr angerichtet. Da halt die Gegner jetzt nicht sehen, dass hier ein fettes Projektil, und es leuchtet auch noch grün, auf sie zukommt. Der ist vergiftet. Yeah. Ich habe mit meinem Gift... Oh, ich habe doch einen Kill. Ah, da gibt es ein Trampolin auch. Wow, man springt ja so unglaublich hoch damit. Okay, das war nicht mein Kill. Sah fast so aus, aber na gut, dann nicht. Schade. Komm. Den erledigen wir so. War zwar nur eine Unterstützung, aber wir tun es für das Team, Leute. Wir tun es für das Team hier. Das war nicht meine Absicht, aber da ist auch ein Gegner. Hallo. Hi, Spark. Wie jetzt? Er geht nicht drauf. Jetzt habe ich den, glaube ich, schon, weiß nicht wie oft getroffen. Okay, er heißt Sark und Spark. Aber ich glaube nicht, dass die Gegner uns hier noch einholen werden. Ich meine, wir sind schon sehr viele Kills vorne. Aber wir wollen hier nicht den Tag vor dem Abend loben. Deswegen kämpfen wir ganz normal weiter. Weil es ist schon oft so passiert, dass ich mich voll gefreut habe. Yeah, wir gewinnen. Yeah, die schaffen das nie mehr. Und dann so, wir haben verloren. Yeah. Aber ja, jetzt können wir uns feiern, Leute. Bringen hier nochmal raus, wenn ich hier rauskomme. Ja, was haltet ihr von dieser Waffe? Ich finde sie extrem langsam. Ich kann nicht sagen, wie gut sie ist, wenn sie wirklich eine Effizienz von 32 hat.
aber das werden wir bestimmt noch herausfinden. Schreibt mir das mal bitte unbedingt in die Kommentare, wie ihr diese Waffe findet. Da können wir ja etwas diskutieren. Wir sind auch Zweiter geworden, obwohl wir hier eigentlich immer nur mit dem Beast gespielt haben. Ja, schade, dass hier bei mir kein Effizienz 32 am Start ist, also 31. Ach, ich verspreche mich da immer, was ist denn da los momentan? Aber na gut, vielen, vielen Dank auf alle Fälle fürs Zusehen, Leute. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Bis dahin, macht's auf alle Fälle gut und ja, haut rein, wie immer. Ciao. Daumen nach oben, Glocke aktivieren, Abo dalassen. Ja, Abo dalassen, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und ja, diskutieren wir etwas in den Kommentaren über diese Waffe und was ihr davon haltet, dass man die jetzt so stark dann noch upgraden muss. Das finde ich etwas komisch. Aber ja, die werden wir hoffentlich bald komplett upgraden. Und dann hat das Teil, glaube ich, schon was drauf. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.